Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Half-Life 2. Ja, meine lieben Freunde, wir spielen weiter. Wir sind weiter auf der Flucht. Und hier sind anscheinend noch ein paar Leute. So. Ja, was ich jetzt sagen wollte, ist, dass ich heute endlich mal wieder Zeit habe zum Vorproduzieren. Das heißt, heute kommen wieder mehr Videos, die ich aufnehmen werde. Also, ich habe vor... ich habe vor, jetzt ein paar Half-Life 2 Videos aufzunehmen. Morgen habe ich dann wieder Zeit. Da werde ich, wie es aussieht... Da werde ich, wie es aussieht, Drakenzangen aufnehmen. Verdammt. Und seht ihr mal diese Schüsse im Wasser an. Das sieht auch total cool aus. Stell dir mal vor, das ist so ein altes Spiel, aber die Grafik ist so... Ich finde sie so richtig cool. Achso. Jetzt weiß ich, wieso er nicht springt, weil ich Spring auf T habe. Das ist mein altes Skyrim Oblivion... However Steuerung. Bei Shootern ist das ja... Da stelle ich nichts um. Denn da ist es schon perfekt. Hui. So, und jetzt kommt ein kleines Rätsel, das eigentlich nicht so schwer ist. Wir müssen einfach nur ganz viele Steine da hochlegen. Sonst können wir nicht da lang springen. Also machen wir es vorsichtig. Hopp. So, jetzt geht es schon zwar herunter, aber das reicht noch nicht. Wenn wir dann gleich laufen werden, wird das wieder dagegen drücken, deswegen lege ich alles drauf, was ich hier finde. So, und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Und los geht's. Okay, wir haben es geschafft. War gar nicht so schwer. Jetzt geht die Flucht weiter. Okay, hier sind Dosen. Oh. Oh, Licht aus. Kleine Roboter. Mag ich nicht. So, wir gehen hier schnell weiter. Hier sieht es sicher aus. Wow, falsch gedacht. Wir müssen rennen, Leute. Gegen den Heli haben wir keine Chance. Au. Mist. Mist, der ist vor uns. Lol, ist sehr gut. Aber nichts. Nichts, was wir nicht meistern können. So, dann heilen wir uns kurz. Weil wir hier ein kleines Item gefunden haben. Und schon geht's weiter. Leute, wenn ihr was sucht, immer alles erkunden. Kann man so viel Zeugs finden und... Okay, geheilt sind wir schon. Boah, das sieht eklig aus. So sind die verbrannt. Wieso sind die jetzt verbrannt? Sicherlich eine gute Frage.
Ach verdammt, wieso haben wir das Fass kaputt gemacht? So. Ich probiere immer noch die ganze Zeit auf Leertaste zu springen. Ich lerne es einfach nicht. So. Die sind... Das gehört. Wenn wir stark verletzt sind, verabreicht uns diese Anzug Morphin oder sowas. Echt cool, also ist wirklich cool gemacht. Ich feiere das Spiel. So, und weiter geht's. Bitte lass den Helikopter nicht mehr hier sein. Oh, er wartet schon. Dieses Arschloch. Hui, schnell weiter. Au. Das tut richtig weh. Wieso sieht das hier so komisch? Aha, hier war Munition versteckt. So, und hoffentlich finden wir heute noch eine neue Waffe. Das wäre natürlich noch cooler. So, ist hier was? Nein. Oh, ich glaube, ich weiß, was gleich passiert. Oder war das hier schon? Ich habe keine Ahnung. Nein, wir sind... Oh, ich muss mal kurz lauter stellen. Du bist wohl der Letzte, der durchkommt. Sei froh, dass sie nicht nach dir suchen. Der arme Kerl hat keine Chance. Man hat wohl den ganzen Ordnungsschutz von City 17 gerufen. Sie bevölkern jetzt den Bereich mit Mannschnittern. Geh besser weiter, bevor sie hier vorbeischauen. Verdammt, zu spät! Mannschnitter? Sehr lieber Name. Das war knapp. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Jetzt komme ich aber nicht mehr darüber. Es ist hier nicht sicher. Ich habe etwas Nachschub für dich. Aber dann musst du unbedingt weiter. Cool. Sehr nett von ihm, nur darüber komme ich nicht. Oder schafft man das? Mit dem Skill Jump? Nee. Keine Ahnung. Dankeschön. Ach, ich kann sprinten, verdammt, das wäre ganz vergessen. Ja, durch die Tür kommt nicht durch. Was ist das für ein Gefühl, Leute? Ja, ja. So, wie viel ist denn hier in die Luft geflogen? Okay, sehr viel. Das erklärt, wieso mich noch einer verfolgt hat. Oh, anscheinend werden wir doch heute noch eine Waffe bekommen. Scheint so nämlich. Hier in der freien Luft bin ich nicht gern. Was ist das für ein Kontrollstaat hier, Leute? Könnte mir das mal jemand erklären? Oh,
Okay. Gut, wir sind perfekt ausgerüstet. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. So, habe ich nicht gesagt, man kann im Spiel alles fast kaputt machen? Total cool gemacht, oder Leute? Woher kommt der jetzt? Ihr Signal zur Schutzeinheit verloren. Schnell, 9. Hui, wir haben doch eine neue Waffe. Yay! So springe ich so komisch. Oh, Mist, haben wir genug Luft? Ich glaube nicht. Okay, es hat gerade so gereicht. Oh, ich bin wieder unter Wasser. Ich bin so dumm, ich hätte noch ein bisschen warten müssen. Obwohl, nein, das reicht sogar. Hui, das war knapp. Fast hätte das uns fotografiert. Ich habe zwar keine Ahnung, was das dann dem bringt, aber... Das dauert aber lange, bis die reagieren. So, Munition wird aber bestimmt knapp. Deswegen schießen wir lieber mit der Pistole noch ein bisschen. Okay, die haben das Signal verloren. Dann können wir wegrennen. Oh. Und nachladen. Autsch. Die sind richtig. Na, dann gehen wir hier weiter. Oder ist das hier ein Geheimgang zum... Nein. Zum Vorräte sammeln war es kein Geheimgang. Okay, wir haben zwar die Munition verbraucht, aber unser Leben dadurch gerettet. Und wir hauen weiter ab, denn das wird mir echt zu gefährlich hier. Hui, das war knapp, Mädel. Oh mein Gott, wir sind vielleicht tot. Nein. Ich glaube, wir haben echt lang nicht gespeichert. Oh, Gott sei Dank speichert das Spiel von selbst. Sonst wären wir jetzt echt am Arsch. Mann, ich würde echt gern die Munition von denen haben. Oh, wir sind schon wieder lowlife. Okay, jetzt ist wieder geheilt. Ich sage euch, am Ende des Spiels benutzt man die Pistole niemals wieder.
Ich versteck mich mal. Okay. Ich höre die immer noch. Ach, da. Mann, die Viecher ziehen Leben. Obwohl das eigentlich gar keine Lebewesen sind. Wieso sage ich denn Viecher? Ach, Leben, Leben, Leben. Ah, ich glaube, hier unten kann man gar nicht lang. Denn das ist zu hoch. Deswegen muss man hier oben lang. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder. Hier habe ich auch eine ganze Weile gesessen. Dann habe ich angefangen, die Fässer dort reinzuwerfen, damit der Wasserpegel steigt. Das könnte ja sein. Aber es war nicht so. So, wir müssen jetzt irgendwie noch hier ein bisschen runter. Nee, doch nicht. Wir müssen jetzt hier irgendwie... Oh mein Gott. Hä? War das nicht so? Okay, jetzt würde ich sagen, müssen wir raus. Und das nicht langsam. Raus, komm. Denn der Wasserpegel steigt und wir müssen tauchen. Und uns verfolgen diese Viecher. Was nochmal tausendmal cooler ist. Ich habe gleich keine Luft mehr. Geht das schnell? Oh mein Gott, das geht wirklich schnell. Oh mein Gott. Okay, das war echt knapp gerade. Ich bin nämlich noch niemals in diesem Spiel so richtig erstickt. Was ist denn hier los mit der Steuerung heute? Die ist irgendwie komisch. Verdammt. Ich bin wirklich zu dumm zum Springen, aber ich habe es geschafft. So, und weiter geht's, obwohl... Oh, ich muss, glaube ich, gleich Schluss machen. Ach, ein bisschen können wir noch. So, und ja, wie gesagt, die Folgen sind endlich wieder vorproduziert, also ja, nicht manchmal wundern, wenn ich irgendwas erzähle, was schon längst passiert ist. Weißt du was? Ganz ehrlich. Nein. So geht's auch. Ja, hat das uns überholt. Unter Wasser sind meine Schüsse lautlos. Ach, ich kann unter Wasser nicht schießen, deswegen. Ja, ja, von wegen lautlos. Ich will die ganze Zeit diese Viecher bloß, wow. Scheint so, dass die dort oben sind. Irgendwo. Ups.
Nicht nett, dass die überall sind, diese, wie nenne ich sie mal. Naja, ihr wisst ja schon, was ich meine. Ich höre dich, glaube ich, schon wieder. Mit der Pistole gehen die am besten, aber mit der Brechstange spart man Munition, deswegen kann ich mich niemals entscheiden, was ich nehme. So, aber meine lieben Freunde, ich beende jetzt hier die Folge und ja, das war's dann mit der dritten Folge. Ich nehme heute noch 1, 2, 3, 4 oder 5 Folgen auf. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, wie immer, wenn euch das Projekt gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Oder wenn nicht, dann schreibt irgendwas in die Kommentare, was ich verbessern kann. So, und ja, wie gesagt, Drakensang und Half-Life 2 werden jetzt vorproduziert werden. Das heißt, ich werde nur noch, ja, Minecraft aktuell aufnehmen. So viel dazu und ja, ich verabschiede mich hier. Auf Wiedersehen und nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss!